Frankreich hat gewählt und Frankreichs Rechte will den Deutschen keinen Strom mehr liefern. Sie wollen weg vom europäischen Strommarkt, was das für Konsequenzen für uns am Ende hat und wie sehr Robert Habeck zittern muss vor der Stichwahl in 2 Wochen. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich zeige euch währenddessen nebenbei ein paar Bilder der Proteste der Demokraten und Demokratinnen, wie Armin Laschet sagte am Wochenende, die jetzt in Paris dafür demonstrieren, dass man den Rassemblement National, obwohl hier demokratisch gewählt wurde, wieder wegschickt, sie nicht teilhaben lässt. So viel zum Demokratieverständnis. Die Leute können es einfach nicht ertragen, wenn Politik gemacht wird, die nicht ihre ist. Dabei sind wir es, also die Konservativen in der Mehrheit, die es seit Jahrzehnten ertragen müssen, dass eben linke Politik gemacht wird. Die Zeit, sie dreht sich. Es riecht nach Wandel in Europa. Überall haben sie keine Lust mehr. Überall gibt es Vorfälle, die nahelegen, dass ein Umdenken stattgefunden hat. Bei uns wird es wohl noch länger dauern. Die Deutschen sind das geduldigste Volk der Welt. Die lassen sich alles am meisten gefallen. Jetzt gibt es hier die konkrete Drohung, die Frankreichs Rechte ausgesprochen hat. Sie wollen sich vom europäischen Strommarkt verabschieden. Hier heißt es gleich, die Folgen für Deutschland wären katastrophal. Es geht um das gesamteuropäische Verbundstromnetz. Ob Frankreich da aussteigen kann, naja, physikalisch gesehen können sie da nicht aussteigen. Wo sie schon aussteigen können, ist aus dem europäischen Stromhandel. Der läuft sowieso nur über 3 Grenzkuppelstellen, die wir mit Frankreich haben. Jetzt wird hier groß Trara, groß Mhm gemacht, was denn alles hier passiert, wenn die Franzosen das nicht mehr wollen. Der Hauptgrund ist, inzwischen sind in Frankreich Atomkraftwerke abgeschaltet worden, weil selbst die Franzosen zu viel Windstrom inzwischen produzieren. Der drückt in den Markt und sorgt für negative Strompreise auch an der französischen Börse. Ganz ohne deutschen Ökostrom. Das Problem haben die Franzosen eben auch nicht nur wir. Jetzt kommt allerdings noch dazu, dass wenn die Deutschen noch mehr Ökostrom liefern, das Ganze noch mehr in die Kreide fährt. Und wenn die Deutschen dann Strom kaufen am Spotmarkt, wenn sie denn auf einmal eine Flaute haben, dann steigen die Preise in Frankreich ins Unermessliche, wenn sich irgendwelche nationalen Versorger hier noch Restmengen am Spotmarkt beschaffen wollen. Über diesen Spotmarkt wurde schon viel gesprochen. Letztens gab es einen Softwarefehler, wie Sie gesagt haben. Daraufhin hat in Riesa in Ostdeutschland, in Sachsen genauer gesagt, ein Stahlhersteller seine Produktion eingestellt und ob sie sie wieder anwerfen werden, das war bis zum damaligen Zeitpunkt noch völlig unklar. Alles kein Problem, sagt Robert Habeck. Und jetzt wollen sie hier das Damoklesschwert heraufbeschwören. Auch bei Neos steht, die Folgen für Deutschland wären katastrophal, wenn Frankreich aus diesem Markt aussteigt. Und da muss man mal sagen, wenn wir die Kapazitäten der Grenzkuppelstellen zugrunde legen, dann ist das völlig im Rahmen des Machbaren, dass die Franzosen hier aussteigen. Es gibt nämlich eine ganze Handvoll Länder, zu denen haben wir mehr Übertragungskapazität an unseren Grenzen als zu Frankreich. Es gibt nämlich bei diesem ganzen Stromnetz in Europa immer nur ein paar Stellen, wo man überhaupt die Energie ins Nachbarland liefern oder empfangen kann. Wir haben zu Frankreich 6,2 Gigawatt Grenzkuppelstellenleistung, heißt das. Das ist die gleiche Menge, die wir gegenüber Tschechien haben. Wir haben allerdings gegenüber Polen mehr, gegenüber Dänemark mehr, gegenüber Österreich mehr, gegenüber der Schweiz haben wir mehr und gegenüber den Niederlanden. Wir haben lediglich weniger gegenüber Norwegen, Schweden, Luxemburg und Belgien. Es ist also sehr wohl verkraftbar, wenn die Franzosen hier aussteigen, aber letztlich geht es doch am Ende gar nicht darum, dass sie aus dem europäischen Strommarkt aussteigen wollen wegen dem deutschen Öko-Wahnsinn. Sie haben sich diesen eigenen Wahnsinn geschaffen mit ihren Windparks im Atlantik, die dann auf einmal abgeschaltet werden müssen, wenn sie denn auf einmal Spitzenleistung bringen, weil man nicht verstanden hat, wie man erneuerbare Energien benutzen muss. Man kann sie nicht wie jetzt aktuell überall hinbauen und sie einfach benutzen, mittags um 12, wenn sie anfallen und keiner sie benötigt. Ohne Speicher funktioniert dieses ganze System nicht. Wollen wir es einmal kurz nachrechnen, die Versorgungssicherheit. Im ersten Halbjahr 2024, also von diesem Jahr, haben wir ca. 5 Milliarden Kilowattstunden Strom aus Frankreich importiert. Wir haben
Also das ist die Differenz. Wir haben natürlich mehr importiert, als wir exportiert haben, aber das ist die Summendifferenz. 5 Milliarden Kilowattstunden, das sind 5 Millionen Megawattstunden beziehungsweise 5000 Gigawattstunden Strom. Das ist, wenn man das teilt durch die 6,2 Gigawatt Grenzkuppelstellenkapazität, die ja nur rein rechnerisch ist, es ist in der Realität werden es nicht ganz 6,2 sein, aber wir kommen dann auf eine Zahl von 806, und zwar Stunden, die wir hier volle Übertragungskapazität geleistet haben. Das macht gerade einmal 33,5 Tage. Das heißt, an den anderen 4,5 bis fast 5 Monaten des ersten Halbjahres hat man diese Leitungskapazität nicht ausgeschöpft. Deswegen ist es völlig verkraftbar, völlig vertretbar, wenn die Franzosen das hier abschalten. Allerdings wird es ihr Problem nicht lösen. Ihr Problem seht ihr die ganze Zeit neben mir im Video. Sie haben, wie wir, ein Demokratieverständnis in ihrem Land entwickelt, das fernab jeder Realität ist. Es gibt die einen, die es nicht akzeptieren, wenn jemand eine andere Meinung hat, und dann ist man gleich Antidemokrat, Faschist, Nazi, Rechtsradikaler und so weiter. Dabei hat es inzwischen jeder verstanden, nur die Links-Rot-Grünen, wie ich immer sage, die haben es noch nicht verstanden. Sie rennen hier in den Untergang, auch Olaf Scholz, er hat nochmal nachgelegt mit der Lokomotive in den Abgrund, Vollgas voraus, würde ich da sagen. Ob die Franzosen hier aussteigen oder nicht, völlig irrelevant. Ob wir französischen Atomstrom kriegen oder nicht, erstmal völlig irrelevant. Die Kapazität der Grenzkuppelstellen, die ist wirklich begrenzt. Wie das Ganze dann in der Realität aussieht für Saarland, für Rheinland-Pfalz und für Baden-Württemberg, wenn man das hier abschaltet, das wird man sehen, aber dann fehlt wohl eher das Atomkraftwerk in Baden-Württemberg. Rheinland-Pfalz und Saarland hat nicht die hohen Stromverbräuche, als dass man das nicht gedeckt bekäme. Es gibt zahlreiche Müllheizkraftwerke und Müllkraft, also generell stromerzeugende Kraftwerke dort überall. Das dürfte erstmal kein Problem sein. Aber Süddeutschland hat ein ganz anderes Problem mit der Stromversorgung, denn der Ökostrom, der gute Ökostrom aus der Nordsee, er kommt nicht im Süden an, weil die Leute keinen Bock haben auf diese Leitungen, mal unabhängig davon, ob es Ökostrom ist oder nicht. Wenn man Windstrom zur Verfügung hat, ist das eine schöne Sache eigentlich, aber wir betreiben das völlig falsch. Ja? Wir stellen die Dinge überall hin. Dann bauen wir Anlagen, die 20, 25 Jahre Garantie haben vom Hersteller. Und deswegen reißen wir die ganzen Anlagen ab. Wir müssten sie vom Hersteller für 50 Jahre und länger zertifizieren lassen und uns dann ganz genau überlegen, wo wir sie hinbauen. Aber nein, wir bauen lieber alle 20 Jahre neue Windräder, reißen die alten dafür ab. Wenn du wissen willst, wie das aussieht, wenn wir alte Windräder abreißen, dann schau mal hier unten. Es gibt hier ein Video von mir, was du nicht wissen sollst, was sie dir nicht sagen wollen über die Wahrheit von unserem Ökostrom-Wahnsinn, warum man Windräder sprengen muss, wenn man sie auch ganz normal mechanisch zurückbauen kann, ist mir ein Rätsel. Es ist das Wirtschaftlichste, das habe ich im Video offengelegt, woher das kommt. Aber der Gesetzgeber könnte hier einfach einschreiten, um die Belastung für die Umwelt geringer zu halten. Will man nicht, denn es geht am Ende nicht um die Umwelt, es geht wie immer um die Wirtschaft, Macht und Einfluss. Und wenn dich das interessiert, dann abonniere doch diesen Kanal, abonniere auch meinen Telegram-Kanal, dann verpasst du keines meiner Videos. Und damit sage ich ciao, bis bald.